Ich bin Dominik von Backcountry Expeditions und in diesem Video aus der Kategorie Mensch versus Umwelt möchte ich euch ein bisschen was zum Thema Wasserverschwendung erzählen, wie ich damit umgehe. Und ganz nebenbei hatte ich euch schon mal erzählt, wollte ich euch mal zeigen, womit ich mich so dusche. Als erstes natürlich mein Videopartner. Komm her, Enki. Heute ist nicht ganz so warm, ne? Da sträubt das sich ein bisschen. Komm her, hopp, hopp. Ja, das ist ein bisschen frisch, Enki. Hey, du musst ein bisschen runtergehen hier, sonst sieht man nichts weg. Hier, rinn in der Butze. Oh, so. Es riecht schon ein bisschen. Das Wasser ist jetzt schon hier bei mir. Also ist meine Badewanne. Seht ihr ja schon. Ja. Das Wasser steht jetzt hier schon seit einem knappen Monat drin. Wir haben uns hier schon mehrfach gewaschen. Es ist auch schon leicht trüb. Also ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht. Es hat schon kleinen Geruch, hat es schon in jedem Fall. Ich denke, das in der Regel, was heißt immer, ne, mit der grünen Plane ab, die ihr da hinter mir liegen seht. Ansonsten ist es nach einer Woche komplett grün. Dann habe ich einen Algenteich, das will ich natürlich auch nicht. Und so habe ich jetzt vielleicht nach einer Woche 5 Fliegen drin, trotz der Plane, das geht. Und das Problem ist eigentlich, es würde noch länger als einen Monat halten. Aber Eli ist natürlich in der Regel dreckiger als ich. Und das riecht man dann auch am Wasser und das sieht man dann natürlich auch. Ja. Vorteil an einem kurzen, dunklen Fell übrigens, man sieht die Haare, die hier drin schwimmen und läuft dann nicht Gefahr, dass man sie irgendwie aus Versehen zwischen den Zähnen hat, sondern jedes Mal, wenn ich vorher, bevor ich reinhüppe, nehme ich einfach oben so den Haarschleier runter und dann ist es wieder neu. Und ihr habt es ja schon gesehen, heute ist mal wieder Waschtag, ja, das heißt, ich brauchte mich jetzt gar nicht ausziehen, dass Waschvideo habt ihr von mir gesehen, wie das funktioniert, ja. Und nicht nur die Sachen, sondern auch ich heute mal dran, nach 2 Tagen. Und ich hatte euch das ja auch in dem Waschvideo mal erzählt. Wollte ich euch mal vorstellen, ich habe überlegt, wie ich das am dümmsten mache. Denn natürlich bei mir in der Hütte ist es relativ dunkel. Um nicht zu sagen, ziemlich dunkel im Bad. Denn ich mache kein Licht an zum Waschen, tatsächlich. Und da hätte man nichts gesehen und dachte ich mir, jetzt mit der Wanne passt das ganz wunderbar. Ja. Dennoch vorab mein üblicher Disclaimer. Nichts von dem, was ich euch hier alles zeige, oh, es ist ja diesmal nur eins, ist irgendwo gesponsert, wurde mir geschenkt, überliehen. Ich habe irgendwelche Werbeaussagen dazu, Verträge, Kooperationen oder sonst was. Das habe ich von meinem eigenen Geld selbst gekauft und ist nur eine Empfehlung von mir. Und ich bin dem gegenüber natürlich auch offen, was ihr für Empfehlungen von mich habt. Ne? Ich war ja seit einiger Zeit immer auf der Suche nach irgendeinem Waschkram für mich. Das heißt, ich brauche praktisch ja nur ein Shampoo für die Haare und eine normale Körperpflege. Und Prämisse war, es sollte irgendwo biologisch sein und aus Deutschland. Ja? Also ökologisch, sowas in der Richtung, wie auch mein Waschmittel halt. Ja? Dass ich die konsequente Schiene sozusagen fahre. Und da habe ich jetzt für mich jetzt hier, das habe ich auch auf Tour unterwegs immer mit dabei. Habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, oben in Skandinavien, Lappland. Ist genau derselbe Krempel gewesen. Ist hier von IM Naturkosmetik Berlin. Habe ich ein Shampoo und ein Duschgel sozusagen. Und das beides hier, die beiden großen Dinger hier als Nachfüllpack natürlich auch. Ja. Das sind hier Litergebinde. Alle beide. Und die kann man, das Gute an diesen, ich war erst ein bisschen skeptisch. Eli, warte mal, es geht gleich los. Eli ist schon wieder ungeduldig. Komm mal hierher. Guck mal hier, es geht gleich los, Eline. Ja, schön warten. Da war ich ein bisschen skeptisch bezüglich der dünnen Flaschen hier. Aber tatsächlich liegen die richtig gut in der Hand. Das gefällt mir, muss ich sagen, weil für unterwegs habe ich das immer gut griffig. Ja, es ist nichts, was irgendwie rausrutscht. War so ein bisschen
unorthodox vielleicht aussehen. Sieht aus wie so ein Friseur, ja. Aber habe ich mich mittlerweile sehr gut daran gewöhnt. Finde ich gute Sache. Und das ist eigentlich so, was ich jetzt für die, die mal sich interessiert haben. Und ich glaube, eine Frage hatten wir, ja. Damit wasche ich mich. Und das soll, wie gesagt, keine Werbung sein, sondern das ist jetzt nur ein Hinweis von mir, so wie wir das auch in dem Rest des Videos machen, mit anderen Hinweisen. Könnt ihr mir wirklich gern sagen, was ihr nehmt, und vielleicht finde ich da noch was Besseres. Ja? Denn der einzige Nachteil, den ich jetzt an dem Kram gefunden habe, ist er hier. Das Zeug ist ziemlich teuer. Ja? Im Vergleich natürlich zu allem anderen, was irgendwo nicht auf biologischer Basis an Zutaten ist, das dürfte klar sein, dass die dann natürlich immer etwas teurer sind. So, jetzt müssen wir uns mal kurz um Ila kümmern, weil der will dann nämlich schon wieder raus. Hintergrund ist nämlich, wir haben es heute nicht ganz so warm. Komm mal her, Ilene. Und normalerweise kriegt er ja seinen eigenen Krempel. Aber der war gestern bei mir wieder im See tümpeln. Und also nur kurz drin. Ja, viel kann er momentan nicht, weil er auch eine Verletzung hat, aber so leichte Sachen gehen mal. Und da hat er so einen leichten Gülle-Geruch an sich. Ja, den wollte ich jetzt einfach nochmal loswerden. Ja. Ansonsten ist heute leider nicht das super optimale Wetter dafür. Gestern war es deutlich besser. Da hatten wir ja 38,5 Grad. Heute sind es, glaube ich, bloß noch 23. Ja. Seht ihr auch, es ist heute ziemlich bewölkt. Ja. Von daher, gestern saß er nämlich hier ohne Probleme länger drin. Da haben wir uns hier eine 20 Minuten reingesetzt, dann bewegt er sich auch gar nicht. Dann macht er einen Sitz. Gucken wir mal, ob wir das heute auch hinkriegen. Ne? Willst du mal einen Sitz machen? Nicht, dachte ich mir. Komm, trotzdem, versuch mal. Mach mal einen Sitz, Eli. Mach mal einen Sitz. Komm her, ja. Macht er gerade nicht, seht ihr, ist alles gut, Ila, ist alles fein, alles fein, alles fein, ja, sehr gut. Jetzt müssen wir dich auch noch ein bisschen abziehen hier. Jetzt machen wir nochmal einen ganz lieben Sitz, auf die brave Art. Sitz! So, hier. Noobschrauber, bist du wieder raus, ja? Aber hilft. Aber hilft. Naja. Vorsichtig mit dem Fuß. Jetzt werde ich mich mal kurz hier. Das ist eiskaltes Grundwasser, was hier aus dem Schlauch kommt, ja. Ja, nur ist es ja nicht so, dass ich mich jeden Tag hier in der Wanne wasche. Die steht, habt ihr, glaube ich, in einem anderen Video. Ich hatte euch das in dem Video zu meinen IP-Schutzklassen, wo ich euch die einzelnen Kategorien erklärt habe, wo wir diese Unterwassertests gemacht haben, im See und auch hier in der Wanne. Hatte ich euch das, glaube ich, ja schon mal erklärt, beziehungsweise habt ihr sie gesehen, da stand sie hinten an der Hütte. 2 Jahre zuvor stand sie auf der anderen Seite von der Hütte, auf dem anderen Grundstück, und jetzt habe ich sie dieses Jahr mal hier hingeräumt. Die wandert sozusagen mehr oder weniger regelmäßig, eher unbeabsichtigt, es hat immer irgendwo einen Grund, dass sie dann stört. Aber in der Regel steht sie so zwischen Juni und September, ist sie gefüllt mit Wasser. Und den Rest des Jahres ist sie einfach leer. Das Ding ist natürlich sauschwer, ist eine Gusswanne, kann ich euch nur empfehlen. Ist eine super Sache für jeden, der irgendwo ein Grundstück hat, das heißt einen kleinen Garten, Pacht oder halt was auch immer, irgendwo was draußen hinstellen kann. Ist das sozusagen mein Pool. Und da sind wir nämlich auch schon beim Thema Pool. Bezüglich Privathaushalte mit Grundstücke, meiner Meinung nach irgendwo mit die größte Wasserverschwendung, die mir gerade mal so ad hoc einfällt. Und muss ich sagen, leider auch bin ich davon nicht verschont. Auch ich bekomme das regelmäßig wieder mit. Denn
Ja, vor einigen Jahren war es bei mir relativ ablegen, naturnah, Wald und so weiter. Dann kamen immer mehr Leute raus. Die haben natürlich alle ihren Wohlstand und Luxus auch mitgebracht, ja, ihre Lebensweise aus der Stadt, die sie sowieso haben wollten. Und ja, wenn man sich jetzt hier Luftbildaufnahmen anguckt, kann man eigentlich schon sagen, jedes dritte Grundstück hat hier einen Pool. Das ist der reinste Wahnsinn. Da muss ich sagen, dazu fällt mir praktisch gar nichts mehr ein. Ja? Denn wir zumindest sind hier in einer Region gelegen, die grundsätzlich, also von Haus aus, ohne jetzt Klimawandel und sonst was, noch ganz grundsätzlich essentiell nur, schon nicht besonders betucht ist bezüglich des Wasserhaushaltes. Wir sind eine relativ trockene Region, wenn man sich so die Deutschlandkarte anguckt. Der Dienerschlag, der weht immer vor der Elbe runter. Ja, wir sind ja gelegen östlich von der Elbe, also alles westlich regt sich das meistens ab. Das ist so die Wetterschneise bei uns. Und demzufolge haben wir hier auch einen relativ geringen Grundwasserspiegel nur und einen trockenen Sandboden. Ja, das ist so ein bisschen ähnlich, wer das kennt, wer schon mal da gewesen ist, Nevada. Ja. Eigentlich ist gar nicht zum Lachen, ja, aber was so in der Region Arizona, Nevada, Grenze Kalifornien abgeht, wo ja praktisch das ganze Wasser mehr oder weniger irgendwo aus dem Hoover-Staudamm kommt. Lake Powell, Stichwort, der immer weiter runter geht. Ja. Und trotzdem leben die Leute da in Dekadenz, dass sie sich mitten in der Wüste überall die riesengroßen Pools mit natürlich auch noch dem grünen Sommerrasen gönnen. Ja. Das ist, also es ist, da krieg ich so einen Hals. Ja. Auch wenn ich mir jetzt keine Freunde mit dieser Aussage machen werde, das ist mir bewusst, aber ihr wisst, mein Kanal ist nicht dazu da, um sowas zu sammeln, sondern grundsätzlich, um bei solchen Themen auch mal ein bisschen zum Nachdenken anzuregen, haben solche Leute praktisch eigentlich in meinen Augen die Lebensberechtigung verloren. Klingt finster, ja. Aber sie machen nichts anderes, als dass sie aktiv den Planeten zerstören und uns alle schädigen. Das ist einfach so, ob man es wahrhaben will oder nicht. Ja. Denn so viel Unmengen von Wasser, das kostbarste Gut, was wir auf dem Planeten haben, braucht kein Mensch für sich privat alleine. Ja, und daher meine konsequente Lösung, seht ihr ja, Badewanne. Ich habe als Kind schon in der Badewanne draußen gebadet, zu DDR-Zeiten. Und so eine seht ihr sogar noch da hinten zu stehen. So eine Zinkwanne, gab es mehrere Varianten davon. Von daher ist es für mich nichts Neues. Jetzt auch 40 Jahre später mache ich das praktisch immer noch. Und ich bin der Meinung, das ist völlig ausreichend. Um nicht zu sagen, nicht nur ausreichend, sondern eigentlich auch irgendwo das Geilste, was es gibt. Ich habe durchaus den Vergleich, weil ich ja auch Bekannte habe, die einen Pool haben. Aber ich muss sagen, wenn ich da reinspringe, erstmal habe ich A, das Chlor, denn leider ist es kein Naturteich, wo man tatsächlich, wo ich noch mitgehen könnte, wer sowas hat, da bin ich in jedem Fall dabei. Aber das Ding, ich muss mich hinterher waschen, weil ich den Chlorgeruch an mir habe. Und dann habe ich auch überall, also es ist nicht das gleiche Gefühl wie das Ding hier. Müsste man ausprobieren. Es ist irgendwie viel kultiger, viel geiler. Das andere ist schon wieder, kann man sagen, ist out. Definitiv, hier braucht es kein Mensch. Und mein Hauptgrund ist natürlich nicht nur meine eigene Badewäsche im Sommer, denn ich hatte ja, darum geht es ja in dem Video eigentlich, um Wasser sparen und meine Hinweise, wie ich so mit diesem Thema umgehe. Ich nutze dieses Wasser mehrfach. Punkt Nummer 1, ich wasche mich selbst damit. Ja. In der Regel natürlich ohne Klamotten, aber wenn halt so wie heute Waschtag ist, dann hüppe ich gleich mit Klamotte rein, weiche die ein bisschen ein. Ansonsten habe ich jetzt nämlich noch eine dreckige Mechanikerhose und noch so eine Überziehkutte. Die weiche ich hier vorher auch noch mit ein, bevor ich sie dann in meine kleine Waschtonne lege, wo ich dann von Hand wasche. Das heißt also dreckige Schmutzklamotten ziehe ich hier noch durch. Natürlich mache ich das alles so, nicht mit neuem Wasser, sondern genauso wie jetzt auch, wenn es schon mehrere Wochen drin abgestanden ist, schon so leicht riecht und sowieso raus muss. Ja, also nehme ich also noch die Sachen, das ist Punkt Nummer 2. Dann habt ihr gesehen, Punkt Nummer 3, Ila ist natürlich auch noch mit dabei. Ja, das darf man durchaus mitzählen. Dann haben wir Punkt Nummer 4. Fahrrad, seht ihr im Hintergrund, werden wir vielleicht auch gleich noch machen, dass ihr das auch wirklich seht, dass ich nur erzähle, ist auch mal dran zu waschen. Das ist natürlich nicht jedes Mal. Ja? Fahrrad wasche ich vielleicht so 3-4 Mal im Jahr. Das kommt natürlich drauf an. Ja? In der Regel ist es überwiegend eigentlich eher so in der Winterzeit, wenn der ganze Matsch und Schlamm dran klebt. Ja? Also das heißt zwischen Herbst und Frühjahr, kann man so sagen. Dann muss ich es auch waschen. Dann geht es hier nicht in der Wanne. Dann mache ich die gleiche Chose bei mir drin im Bad. Ich habe mir mein Bad, das heißt meine Duschzelle, so gemauert, also gefliest mit so kleinen Feldsteinen, habe ich selbst gemacht, dass ich mit Fahrrad und Hund da tatsächlich reinpasse. Ja. Und dann bräuchte ich bloß ab, mache ich Stöpsel sozusagen rein und in den Ausguss, nehme die Dusche und sprühe das Fahrrad ein und rubbel das dann, so wie wir es vielleicht gleich jetzt hier ähnlich machen werden, da auch ab. Das ist also für den Winter die Fahrradwäsche, aber im Sommer mache ich das hier, wie gesagt, in der Wanne. Ja. Das wären dann also schon 4 Punkte.
Und dann ist das Wasser auch schon relativ trüb, kann man sagen. Da würde ich zumindest nicht mehr reinspringen. Aber es sind bis dahin noch keine chemischen Reinigungsmittel drin. Das weise ich hier nochmal drauf hin. Und die kommen hier auch nicht rein. Wie gesagt, maximal habe ich hier was von dem biologisch abbaubaren Duschkram drin. Aber das auch natürlich nicht jedes Mal. Ich habe euch das jetzt hier gezeigt, dass ich mich damit wasche. Aber wie gesagt, in der Regel mache ich das auch unter der Dusche bei mir. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich es mache, spielt es keine Rolle. Und der fünfte Punkt, ja, was wir heute alles machen werden mit diesem Wasser, was hier drin ist, ist, seht ihr die Gießkannen, die da stehen, werde ich meine Tomaten mitgießen. Muss auch gemacht werden, Tomaten gieße ich, also mein Tomatenurwald, ich blende euch mal ein Foto dazu ein, steht da, seht ihr jetzt nicht, ist hinter euch, ist ein bisschen sehr unorthodox das Ganze, muss ich sagen, der spießige Kleingärtner werde ich nie werden, ich entschuldige mich schon mal für diese Aufnahme, die ich da bringe, aber was soll's, ich kriege riesengroße Dinger dran und ich habe einen ganzen Busch voll Tomaten, also es ist wirklich ein Urwald, deswegen sage ich das auch mal und damit gieße ich, mache ich in der Regel so ungefähr alle 2 bis 3 Tage. Ich bin also nicht jemand, der täglich sein Gemüse gießt, halte ich nicht unbedingt für notwendig. Aber so, wenn sich der pflanzliche Innendruck senkt und ich schon sehe, dass die Blätter so leicht runterhängen, dann gieße ich. Und das wäre zumindest heute der Fall. Und auch wenn mein Tomatenbeet jetzt nicht unbedingt sehr klein ist, ist es dennoch mehr als genug Wasser, was hier in der Wanne ist. Das heißt, fürs Tomatenbeet brauche ich jetzt vielleicht so ungefähr, 10 Gießkannen, Pi mal Daumen. Und mit dem Rest gieße ich meine anderen Obstbäume. Das heißt Kirsche, Apfel, denn die ganzen Sträucher, Johannisbeere, Stachelbeere, alles, was im Prinzip noch in einer anderen Richtung so steht. Und da reicht das Wasser dann natürlich nicht für. Also dann ist es in jedem Fall leer. Und dann habe ich praktisch die Wanne bis auf ungefähr, Pi mal Daumen, eine Gießkanne. Das ist dann der Bodensatz, der dann drin bleibt. Und den lasse ich dann noch drin, weil ich mit dem denn die Wanne innen noch einmal auswasche. Die ganzen Haare und die ganzen Schmutzpartikel natürlich. Dann ziehe ich hier den Stöpsel raus und dann fließt sozusagen noch eine Gießkanne bei mir auf den Rasen. Und ich bin der Meinung, dass das wohl zumindest, was die Nutzung dieses durchaus pattigen Wassers hier angeht, wird nachher noch viel pattiger aussehen, meiner Meinung nach schon ziemlich effektiv ist. Und wo ich es auch gerade erwähnt hatte, das ist ja auch noch so ein Tipp oder zumindest so eine Anschlagsbelehrung von mir. Ja, könnt ihr euch denken, ich hatte schon mal was zum Thema Rasenmähen gesagt, auch in der Verbindung, je öfter ich mähe, desto mehr muss ich natürlich gießen. Ja, ich gieße meinen Rasen gar nicht. Also Rasen kann man gar nicht sagen, es ist eigentlich eine Wiese. Ja. Und dann zum Thema Rasen. Fällt jetzt auch, hatte ich in meinem Video zum sinnlosen Rasen, wir sind schon erzählt, hat so eine Korrelation mit dem Wasser, also fällt auch in diesen Bereich mit rein, denn je öfter ich mähe, desto mehr muss man natürlich seinen Rasen wässern, wenn man den denn grün haben will, ja? Was ich natürlich für absoluten Humbug halte. Deswegen sage ich bei mir auch nicht Rasen, sondern eher Wiese. Ja? Und das ist es denn übrigens auch. Jetzt ist die Wiese relativ kurz, da ich sie einmal gemäht habe, vor ungefähr 2 Wochen. Ich hatte es erwähnt, ich mähe 3-mal im Jahr. Einmal direkt nach der Blütezeit im Frühjahr. Das heißt, wenn die Pusteblume, die Kuhblume, runtergeweht ist. Das heißt, wenn die Insekten nichts mehr haben, wo sie ran fliegen können und alle Samen sozusagen von selbst verbreitet wurden. Das ist so Pi mal Daumen. April, Mai. Mai könnte man sagen. Ja? Das ist meine erste Maat. Die zweite mache ich im knalligen Hochsommer. Das heißt, da suche ich mir in der Regel den heißesten Tag aus im Jahr. Das war jetzt im Juli gewesen. Da hatten wir auch 38 Grad gehabt. Weil nämlich da fliegt kein Insekt. Da ist nicht mal ein Grashüpfer am Springen. Das ist komplett Totenstille. Da laufe ich also nicht Gefahr, dass ich irgendwas kaputt metere an Viehzeug mit dem Rasenmäher. Böse gesagt, Viehzeug, ja, Insekten natürlich. Und Kleines, was sonst noch so rumkrabbelt. Ja. An diesem extrem heißen Tag mitten im Sommer. Und da steht allerdings keine Wiese mehr, weil die ist ja denn schon runter. Und ich hatte es ja gesagt, wir leben in einer Region, wo nicht so viel Wasser vom Himmel fällt und wir haben einen sehr trockenen, staubigen Sandboden. Da habe ich das Einzige, was ich da gemäht habe, sind die Blütenstängel der Gräser. Die stehen ungefähr so 25 cm hoch, aber das Blatt des Grases selber ist nicht höher als 5-6 cm. Das ist schon gar nicht mehr gewachsen. Das heißt, ich mähe bloß Stoppeln ab. Tote Blütenstängel sozusagen. Und die dritte Maat, die erfolgt dann im Herbst, wenn die komplette Wildblumenwiese, die ich habe, blende ich euch auch mal ein paar Fotos ein, habe ich so partielle Stücken bei mir. Hier sieht ihr jetzt keins, ist auf der anderen Seite von der Hütte. Habe ich partielle, so ungefähr 8x4 Meter, 3x6 Meter und so weiter, also verschiedene Flächen, wo ich so Wildblumen habe. Und die wachsen tatsächlich bis 1,50 hoch. Und die stehen jetzt auch ordentlich voll in Blüte. Jetzt dürfte irgendwas mit Pink, Violett, leicht verblasstes Lila gerade blühen. Und ein Rosé auch mit drin.
Das ist ungefähr so ab Ende Oktober abgeblüht. Und dann mähe ich die runter, beziehungsweise da gehe ich eher mit der Machete durch. Und zu dem Zeitpunkt nehme ich dann auch nochmal den Rest der Wiese mit runter. Dass ich also dreimal habe. Und warum erzähle ich das jetzt mit dem Rasen beim Thema Wasser nochmal? Natürlich, wenn ich öfter mähe, muss ich auch mehr gießen, um nicht um den Boden grün zu halten. Das wäre mir relativ Brille, denn mein Boden ist eigentlich eher in Ockerfarben. Das Gras, der Rasen, die Wiese ist sozusagen vertrocknet, das kann man so sagen. Aber das stört mich nicht. Sie ist ja nicht tot, sie wächst ja weiter. Würde es jetzt regnen, auch nach mehreren Wochen, würde das wieder leicht grün werden. Das ist also nicht das Problem, sondern das Problem wäre höchstens die Bodenerosion. Das heißt, wenn ich also nicht darauf achte, dass hier irgendetwas wächst, ist völlig egal, welche Farbe das hat, wie dicht das ist und welche Art und was für eine Pflanze ist. Es spielt eigentlich wirklich gar keine Rolle. Aber irgendetwas muss wachsen, allein um die Bodenerosion zu verhindern. Ansonsten würde ich hier durch den Sandkasten laufen. Und dann, dann würde das hier wirklich aussehen wie, das nächste ist dann bei mir Truppen Übungsplatz Kolbezetzinger Heide. Da kannst du sozusagen richtig schön im Sand rumbuddeln. Und sowas will ich natürlich nicht haben, denn hätte ich hier einen riesen Staubkasten. Das heißt also, ich wässere in der Regel keinen Rasen. Gießen tue ich partiell, wie schon gesagt, Obst und auch einige Laubbäume müssen mal gegossen werden, wenn es mehrere Wochen bis Monate total heiß gewesen ist. Im Zeitraum, wo sie noch klein sind, jung sind und anwachsen. Das ist der einzige Punkt. Das heißt, wenn ich irgendetwas aufforste, ja, und das geht von kleineren Pflanzen bis zu Bäumen hin, dann muss ich mal Wasser benutzen für die Pflanzen. Das lässt sich nicht vermeiden. Was also bei mir nicht stattfindet, aktives Rasensprengen. Ja. Und das, muss ich sagen, ist auch bei mir im Umfeld, nachdem hier immer mehr Leute rausgekommen sind, und es sind genau die gleichen, die zum Thema Pool genau diese Einstellung haben, die mich total anwidert, sind genau die gleichen Leute, wo tagtäglich mehrere Stunden lang der Rasensprenger läuft. Ich höre den ganzen Tag bloß psch, 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 psch. Da kriegst du eine Macke. Da kriegst du echt eine Macke, weil ich da also so einen Hals kriege, weil sie kippen ihre Hektoliter in den Pool rein und dann schütten sie den ganzen Krempel auch noch in die Umwelt. Ja? Also da... fällt mir nichts mehr zu ein. Ja. Muss da wissen dazu, wer es noch nicht wusste, bei uns ist es leider so, das Chlorwasser aus dem Pool wird natürlich in der Landschaft entsorgt. Ja. Das versuchen sie natürlich zu Zeiten zu machen, wo sie der Meinung sind, dass es keiner sieht. Ja, das heißt also, wenn sie denken, keiner wäre da oder aber auch nachts, dann hörst du es schön lange plätschern. Ja. Und wissen wir alle, Chlor in der Umwelt ist jetzt nicht so pralle. Ja. Es gibt da natürlich auch Aussagen von den Herstellern der Pools natürlich, ja, wenn es einen gewissen Grenzwert unterschritten hat, ja, das heißt also, der Chlorgehalt nimmt ja im Laufe der Zeit ab, dann kann man das möglicherweise ruhig mal wohin schütten. Aber wer misst denn das nach? Und ich bin der Meinung, jegliche chemische Belastung für den Boden, egal wie gering sie ist, sollte man nicht noch fördern mit sowas. Ja. Also das ist Punkt Nummer eins. Pool ist nicht nur, was den Wasserhaushalt angeht, schädlich, sondern natürlich auch noch, was die Umweltverschmutzung und die nachträgliche Verschmutzung unseres Grundwassers angeht, ja, mit dem ganzen Chlor. Das muss nicht überall der Fall sein, aber wie gesagt, bei uns weiß ich, dass es peng, weggegossen wird, ganz einfach. Und dann, wie gesagt, parallel dazu natürlich noch das Rasensprengen, damit wir das komplette Programm voll machen, ja, damit wir richtig schön den Planeten schnellstmöglich auch kaputt kriegen, ja. Und da muss man sagen, das Rasensprengen läuft ja, weil es den ganzen Tag läuft, kann man eigentlich sagen, bei richtig schöner Hitze, da wird es ja noch vorzüglich gemacht, richtig Daumen hoch, muss man sagen, kannst du eigentlich sagen, die Hälfte verdunstet gleich, bevor sie überhaupt die Wurzeln erreicht, ist es schon wieder eine Atmosphäre, puff, ja. Und dann haben wir hier natürlich einen Sandboden, ja, das heißt also mindestens von der Hälfte, die dann maximal noch übrig bleibt, versickert mindestens ein Drittel sofort gleich, rieselt durch, ohne dass sie überhaupt an der Pflanze hängen bleibt. Auch herzlichen Glückwunsch. Das heißt, die Effektivität dieses Rasensprengens ist völliger Mumpitz. Und das sieht man dann nämlich auch daran, dass, und das ist das Krasse daran, was ich finde, wo die Leute einfach, da muss, also es ist... Diese Gehirnwindung, die einem vernünftigen Menschen zumindest vorhanden ist, wo man sagt, kann ich nicht machen oder macht keinen Sinn, die ist nicht besetzt. Also die wird nicht bestromt offensichtlich von den Rezeptoren im Grips. Und die Rasengrundstücke sehen genauso aus wie meins. Das ist jetzt kein Witz. Ja. Obwohl die den ganzen Tag den Sprenger zu laufen lassen, haben die überall größere, gelbe, richtig vertrocknete Flächen. Genauso wie ich sie hier bei mir auch habe. Und ich wässere gar nicht. Jetzt erklärt mir mal den Grund. Erklärt mir hier mal bitte den Sinn, ja, dieser Wasserverschwendung. Also es ist
gar nicht. Aber gut, wollen wir jetzt da nicht weiter drauf rumreiten? Ja, ich habe es erwähnt. Ich glaube, es ist angekommen, mehr als eindeutig. Und ich hatte gesagt, ich wollte euch noch ein paar Tipps geben, wie ich grundsätzlich mit Wasser umgehe. Das ist jetzt Nummer 1, das ist meine Außenwanne gewesen. Und wie gesagt, zum Thema Wässern der Grundstücksfläche hatte ich euch erzählt, wie ich es da mache. Ja, bedingt natürlich auch, dass ich mit Sinn und Grips irgendwelche Vegetation anbaue. Das heißt also grundsätzlich keine Pflanzen oder Zierblumen hinsetze, die, damit sie schön aussehen, noch regelmäßig irgendwo begossen werden müssen. Ja, dieses Ding, was man vielleicht dem einen oder anderen Kleingärtner dann durchaus unterstellen könnte, der mit ein bisschen zu viel Spießigkeit auf die Welt gekommen ist. Ja, naturnahe Grundstückspflege. Ich glaube, dazu werde ich nochmal ein separates Video machen, weil das umfasst noch ein bisschen mehr. Deswegen, ich wollte es hier nur, was das Wasser angeht, erwähnen. Jetzt waren wir mal draußen und dann kommen wir mal rein, wie ich drin so mit dem Wasser umgehe. Punkt Nummer 1, ich hatte es euch ja gesagt, bezüglich des Waschens. Ich habe keine Waschmaschine, ich habe keine Geschirrspüle, ich habe keine sonstigen elektrischen Geräte, die irgendwo mit Wasser laufen. Ja, hat nebenbei nämlich auch noch den Effekt, dass ich Strom spare. Ganz einfach. Ja, wie ich meine Kleidung wasche, habe ich euch ein Video gezeigt, live. Ja, das war das Ding, glaube ich, mit dem Sonett gewesen, mit dem ökologischen Waschmittel. Da habt ihr also schon mal gesehen, wie ich Wäsche wasche, wie ich spüle. Genau das Gleiche hatte ich auch erzählt, auch mit diesem gleichen Krempel. Und da habe ich wie jeder normale Mensch auch ein Spülbecken bei mir in der Küche. Das habt ihr ja gesehen, glaube ich, in meinem Tortenvideo. Ja. Wo ich denn, das hatte ich da auch erwähnt, glaube ich, dass ich ziemlich lange mein dreckiges Geschirr stapele. Das heißt, das ist schon ein richtiger Berg. Das heißt, bis ich kein Besteck mehr bei mir im Schubladenkasten drin habe, ja, bis keine Töpfe mehr da sind, die sie total verkrustet sind, bis ich keine Teller mehr habe, so lange staple ich diesen Haufen, dann kommen natürlich auch schon die Fliegen. Und dann wasche ich erst ab. Ja, und das natürlich auch nur mit einer Ladung, also der Fülle dieses ganz normalen Waschspülbeckens. Und je nach Grad der Verschmutzung des Geschirrs, das heißt, wenn es richtig pattig ist, dann muss ich manchmal was einweichen. Und dann nehme ich eine große Schüssel, also eine so eine ähnliche wie die steht jetzt aber bei mir drin in der Hütte. Also die passt dann ziemlich genau da rein. Dann weiche ich das Geschirr erst einmal ein. Klingt jetzt verrückt, aber pass auf, dann gieße ich damit wieder die Pflanzen. Ja, und da liegen dann mal so ein paar kleine Reste von so angebratenem Ei oder so ein paar Krümeln von vertrockneten Zwiebeln mit im Gemüsebeet. Und das ist in ein paar Tagen weg, weil sich auch die Mäuse holen und so einen ganzen Krempel. Ja. Also hier, was ich damit sagen wollte, wenn ich jetzt lange stehen lasse und es ist dermaßen angetrocknet, dann achte ich natürlich auch darauf, dass ich das Wasser zum Einweichen, was ich nehme, auch wieder für andere Dinge nutze. Ja. Aber das Einweichen kommt nicht oft vor, denn es ist nicht so, dass ich regelmäßig so viel angepatteten Krempel habe. Und dann wasche ich einfach mit einer vollen Ladung. Ich kann euch nicht mehr genau sagen, wie viel da reingeht. Ich glaube, es müssen so ungefähr 15 Liter sein. Pi mal Daumen, ich kann es nicht sagen. Aber es sind in jedem Fall mehr als 10 Liter, passen in dieses Spülbecken rein, wasche ich ab. Und das ist so ungefähr maximal einmal die Woche. Man kann sagen, alle anderthalb Wochen. Ja? Je nachdem, wie viel und was ich esse. Und ich stapel ja länger, wie gesagt. Ja? Das ist so zum Thema Spülen. Das ist wahrscheinlich nicht für jeden etwas, dass man da länger stapelt und wartet. Hat, wie gesagt, nicht unbedingt den Hintergrund der Faulheit, sondern wirklich, es geht bei mir ums Wassersparen. Da weise ich nochmal drauf hin. Weil ich weiß natürlich, man kann das auch als super Ausrede für Faulheit nehmen. Und da muss ich mal sagen, in diesem Fall kann man sich da durchaus mal faul gehen lassen. Also das heißt, alle, die das nicht aus Wasserspargründen machen, sondern sagen, oh, ich habe keinen Bock, halt abzuspülen und so weiter. Auch Daumen hoch, ihr spart unbewusst Wasser. Ja? Auch eine wunderbare Sache. Sind wir also bei der Küche durch, dann komme ich ins Bad. Hatte ich schon erwähnt, Dusche. Wenn ich normal dusche, das heißt also, ich dusche natürlich auch im Sommer, ich bin nicht jedes Mal hier in der Wanne drin, denn es ergibt sich nicht immer. Ja? Aber meistens. Aber ansonsten natürlich grundsätzlich immer im Winter, das heißt zur kälteren Jahreszeit und manchmal dann auch im Sommer. Nutze ich Dusche und in der Dusche drehe ich einmal kurz auf, lasse es so ungefähr für, na, man könnte sagen, 20, 30 Sekunden, ja, Pi mal Daumen, dann bin ich einmal komplett nass, das heißt alles, was an mir dran ist, und dann drehe ich auch sofort wieder zu. Dann nehme ich meinen Reinigungskram, das heißt Shampoo, Duschgel oder Seife, ich habe auch noch eine ökologische Seife, also eine harte, rubbel mich damit ein mit Lappen und dann spüle ich das Ganze wieder ab. Abspülen dauert dann ein bisschen länger, eine Minute, würde ich sagen. Ja? So Pi mal Daumen. Und dann bin ich bei einem Wasserverbrauch pro Duscheinheit von nicht nur unter 10 Litern, sondern sogar von unter 5 Litern. Jeder, der auf Tour unterwegs
und natürlich auch die Zuschauer meiner Abenteuerreportage in Lappland, dass sie sehen haben, wie wenig Wasser man tatsächlich draußen braucht, um sich zu waschen. Also ich meine nicht, wenn man so eine Wanne voll macht, weil man dann irgendwo am Polarkreis sitzt mit heißen Steinen, wie wir das gemacht haben, am Feuer, sondern wenn ich mich zum Beispiel aus so einer Solardusche dusche. Oder aber, was ich natürlich bei mir am Expeditionsfahrzeug dran habe, ich weiß nicht, ob ihr das hinten seht, ob das auf dem Bild noch drauf ist, da oben an der Dachrinne hängt so ein großes schwarzes HT-Rohr. Das ist ein Kunststoffrohr aus dem Baumarkt, in der Regel für Abwasserrohre geeignet. Das habe ich schwarz angemalt und genau so eins habe ich bei mir auch am Fahrzeug dran. Es hat einen Durchmesser von, müsste 120 mm sein, da sind 22 Liter drin. Dieses Rohr, wenn das knallheiß ist, ist jetzt die große Variante. Ist wie gesagt auch am Fahrzeug drin, habe ich je nach Aufbauvariante ein kurzes und ein längeres und reicht in jedem Fall immer für zwei Personen und anhand solcher Sachen weiß ich nämlich auch genau, wie viel Wasser man tatsächlich braucht und wie viel da drin ist und daher kann ich hier mit Fug und Recht sagen, dass ich mit einer Duscheinheit in jedem Fall unter 5 Liter bleibe. Na, in der Regel kann ich mich draußen, wenn ich mich mit solchen hochgestellten Warmwassersachen oder manchmal sind sie auch noch kalt, dusche, kann man sagen, man kommt tatsächlich mit 2 Litern Wasser aus, um sich zu duschen. Wahnsinn, ne? Und ihr habt es jetzt auch schon gesehen, ich hatte das HT-Rohr gar nicht erwähnt. Das läuft hier natürlich auch noch parallel zur Badewanne. Ja? Der Umbau ist auch ganz einfach, findet ihr bei mir in dem Artikel, wo ich mein Reise-Expeditionsfahrzeug beschreibe. Da seht ihr auch unter der Kategorie Wasseranlage, wie ich es gemacht habe. Das heißt einfach nur so ein Steckanschluss drauf gemacht hier, aus dem, hier von, ohne jetzt meine Firma nennen zu wollen, aber Gardena Co. und sowas. Ja. Der wird einfach nur reingesetzt, das heißt eingeklebt und dann könnt ihr da jede Dusche, so habe ich zumindest meine Duschläuche mit den Duschaufsätzen, steckt da einfach dran und fertig ist. Ja, und dann könnt ihr euch sozusagen damit duschen. Ja, also einfach nur durchlaufen ohne Druck, funktioniert wunderbar für alle, die unterwegs mal mobile warme Dusche haben wollen, ist so ein Ding eine Alternative zu einem vielleicht Schweizer Wassersack oder sonstigen Expeditions-Solarduschen, die man da so kennt. Ja. Aber wir waren hier jetzt drin bei meiner Dusche. Das sollte nur kurz die Erklärung sein, dass ich mir durchaus bewusst bin, wie viel Wasser man braucht. Das heißt also, es wirklich im Kopf habe und ich mache nichts anderes bei mir zu Hause. Der einzige Ausnahme, muss ich wirklich zugeben, wo ich mal länger laufen lasse, ist in der Regel, wenn es richtig arschkalt ist im Winter und ich irgendwo durchgefroren bin. Wenn ich den ganzen Tag draußen gewesen bin und wirklich schon so eine Grundkühle drin habe, kennt ihr bestimmt, ja, dann muss ich mich unter der Dusche mal kurz aufwärmen. Ist so, weil einfach auch denn meine Hütte nicht so super beheizt ist. Weil das ist ja der nächste Punkt, der Energiesparen. Das ist ja ein Gesamtkonzept bei mir. Ja. Und da muss ich mich unter der Dusche einmal kurz warm machen. Und da sage ich mal, da lasse ich es mal 2 Minuten laufen. Ja, da könnte man jetzt sagen, böse. Aber ich glaube, das ist immer noch deutlich effektiver, günstiger, nachhaltiger, schonender, bewusster, als es der eine oder andere vielleicht macht. Ne? Und dann komme ich zur dritten Wasserquelle, die ich drin habe. Das heißt, die zweite bei mir im Watt, neben der Dusche ist natürlich das Handwaschbecken. Und grundsätzlich wisst ihr ja, Hände waschen sollte eigentlich genauso ablaufen, wie ich jetzt das auch mit dem Duschen beschrieben habe. Das heißt, Hände einmal kurz nass machen, kurz auf, nass machen, wieder zumachen. Dann nehmen wir die Seife, entweder in Hart- oder in Flüssigform, rubbeln das ein. Schön ihre, was weiß denn ich, wie lange das jeder machen möchte. Da will ich jetzt keine Ratschläge zu geben. Ja, es hat ja auch so Desinfektions-, nicht nur Reinigungsgründe, sondern Desinfektions-. Ich nehme Seife für mich allerdings nicht, weil ich jetzt meine, ich habe jetzt irgendwie mit Bakterien oder Keim zu tun gehabt, sondern einfach, weil ich ein paar dreckige Hände habe. Das ist der Grund. Ja. Und dann spüle ich das Ganze auch wieder ab und da läuft das Wasser in der Summe mit diesem ganzen Vorgang keine 15 Sekunden. So Pi mal Daumen. Und dennoch nicht auf voller Banane, volle Stellung. Und da habe ich einen kleinen Tipp für euch, was tatsächlich die Spülarmatur angeht, das heißt die Waschtischarmatur. Ich habe umgebaut auf einen von diesen medizinischen Handspülautomaten. Das heißt, kennt ihr die mit diesem ganz langen Hebel, die eigentlich aus dem Krankenhaus und Ärzten sind, die man sozusagen mit dem Ellbogen bedienen kann, damit man bakterienfrei, was die Hände angeht, bleibt. Die sind, was das angeht, richtig gut, denn durch diesen langen Hebel habt ihr eine ganz feine Justagemöglichkeit mit der Hand. Also je kürzer der Hebel ist, das mag zwar irgendwo modisch oder schön oder so aussehen, eventuell, ist aber Nonsens, da ihr da gar kein Gefühl mehr habt. Das heißt also, mit den kurzen Hebeln tendiert ihr grundsätzlich dazu, viel zu doll den Hahn aufzudrehen. Bei dem langen, da müsst ihr jetzt nicht den Ellbogen nehmen, kann man machen, hatte für mich. Also ich habe das Ding eigentlich nur gekauft, wenn ich draußen arbeite, habe ich regelmäßig dreckige Hände. Und
dann war es immer nervig, dass ich mit den Patenten erst den Hahn anfassen muss. Und dann läuft praktisch auch schon, nachdem ich dann die Seife genommen habe, läuft mein ganzer Patent über das ganze Waschbecken oben drüber hinaus. Ja, das wäre aber ziemlich nervig. Also dachte ich mir, nimmst du mal den langen und dann kannst du auch mit dem Ellbogen mal aufmachen. Und dann bleibt einfach das Waschbecken länger sauber und ich muss nicht so viel Wasser verschwenden zum Reinigen des Waschbeckens. Das war eigentlich mein Hintergrund. Und dabei habe ich aber festgestellt, dass ich, wie ich es jetzt beschrieben habe, viel effektiver dosieren lässt mit diesem langen Hebel. Ihr kommt, und weil der ja auch noch so doll nach schräg oben aufgebogen ist, kommt man gar nicht auf die dumme Idee, das Ding, egal mit dem Ellbogen, weil das würde schon gar nicht gehen, da müsst ihr euch wahrscheinlich schon den Ellbogen ausrenken, also das Schultergelenk, und auch mit der Hand. Also der steht praktisch schon so, und würdet ihr den ganz nach oben machen, dann steht das Ding fast senkrecht. So weit bedient den Hebel gar keiner. Der hat also, ohne dass man das will, also zumindest mein Modell, schon so eine automatische Blockade, dass man den zu weit aufdrehen würde. Also von daher ist das Ding eine super Sache. Kann ich euch also nur empfehlen, so ein Langhebelmischer. Ja. Ihr müsst deswegen jetzt nicht alles komplett umrüsten, ja, aber betrifft natürlich vorzüglich die, die sowieso vielleicht einen neuen, aus welchen Gründen auch immer, einbauen wollen oder grundsätzlich sich gerade ein Haus selber bauen. Das kann man ruhig mal machen, bin ich der Meinung, ja. Sieht vielleicht nicht ganz so schön aus und das Nachteil an diesen Dingern muss man sagen, es gibt nur eine sehr geringe Auswahl. Das ist eigentlich schade. Mittlerweile gibt es aber auch sonst schon so eine Spülhähne, die automatisch grundsätzlich nur mit Kaltwasser anlaufen. Ja, das heißt also, wenn ihr dies erstmal bedient, dass gar kein Warmwasser rauskommt, sondern ihr das aktiv einstellen müsst. Ist für mich grundsätzlich nicht notwendig, weil der immer auf kalt steht. Auf warm drehe ich ihn maximal, wenn ich wirklich richtig dreckige Hände, das heißt irgendwas mit Ölverschmutzungen habe. Dann brauche ich ein warmes Wasser, weil sonst löst sonst einfach die Seife den Schmutz nicht auf. Das dürfte klar sein, aber das ist selten der Fall. In der Regel reicht Abwaschen mit kaltem Wasser durchaus aus. Und hier mal so eine kleine Story nebenbei. Ich habe einen Freund, der hat seit sehr, sehr vielen Jahren gar keinen Anschluss an Warmwasser an seinem Handwaschbecken dran. Das ist dann natürlich der reine Geiz, ja, also geht es hier ums Geld. Aber auch das, ja, ich meine, das ist ein anderer Vorwand, aber auch das hilft natürlich auch wieder Energie zu sparen, ja, und damit natürlich möglicherweise auch ein bisschen Wasser. Und das war dann auch das Stichwort mit dem Energiesparen, denn grundsätzlich ist es ja ein Gesamtkonzept, also was ich so mache und was ich grundsätzlich auch für sinnvoll halte, ja, dass ich also jetzt nicht nur, wenn ich auf das Wasser achte, auch auf alles andere, was Energien angeht. Und das hat natürlich mit dem Stromverbrauch auch zu tun. Daher ja konsequent, wie gesagt, keine elektrischen Geräte, die ich im Haushalt irgendwo mit Wasser bedienen muss. Ja. Und bei diesem Thema fällt mir auch, leider muss ich sagen, wenn ich wieder an die hier denke, ja, auch einen Punkt ein, den würde ich aber in einem separaten Video nochmal verbringen, und zwar zum Thema Energiesparen nachts, das heißt Licht brennen lassen, zum Thema Lichtverschmutzung, würde ich mal ein separates Video machen, weil ich das für einen ziemlich essentiellen Punkt halte. Und warum sagte ich hier? Weil da nämlich dieses sogenannte Dreier-Idioten-Konzept perfekt ist. Nummer 1, Rasenwässern. Nummer 2, Pool volllaufen lassen. Und Nummer 3, die ganze Nacht das Grundstück mit riesengroßen Lichtanlagen befluten. Das ist wirklich, also die Leute müssen aus dem Bilderbuch stammen. Also es ist wirklich immer das Gleiche. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann habe ich diese Dreier-Kategorie abgearbeitet, bringe ich nochmal ein Video zu. Und damit habe ich euch jetzt erzählt, wie ich bei mir mit meinem Wasser umgehe. Das heißt, bewusst und sparsam, wenn ich, das ist so meine Einstellung, wenn ich das Wasser sehe, ja, also was ich nutze, dann kann man zumindest, wenn man hier intakt ist im Kopf, damit auch entsprechend bewusst sparsam umgehen. Wenn ich es irgendwo laufen lasse, das heißt zum Thema Rasensprenger zum Beispiel, dann kriege ich ja nicht mit, ist ja völlig egal, maximal höre ich, aber ich glaube, das ist ja bei den Leuten sowieso schon ausgeschaltet, dann sehe ich es nicht und das ist ein fataler Fehler, ja, wenn man es irgendwo laufen lässt und es sich mitkriegt. Macht man sich mal bewusst, wie viel Wasser da irgendwo langläuft, aus dem Hahn kommt, durch einen Schlauch und was auch immer, dann kann man eine ganz andere Einstellung dazu entwickeln. Und das, dieses Bewusstsein für diese nachhaltige Lebensweise, kann man am besten lernen, wer hätte es gedacht, natürlich, draußen unterwegs auf Tour. Genau, wo nämlich die Rohstoffe und Energien nicht
in Hülle und Fülle zur Verfügung stehen, wo wir nicht einfach einen Hahn aufdrehen können, einen Schalter drücken können, sondern, ich hatte es unterwegs immer erwähnt und ihr habt es live gesehen, wie aufwendig es mitunter ist, sich die auch nur kleinsten und essentiellsten Dinge zuzubereiten. Das heißt zum Beispiel warm Wasser, wir hatten das, wie lange das dauert am Feuer, ja, ich erstmal das Holz irgendwo schlage, das brennen lasse, den Topf darauf aufmache, das dann eingieße, die Steine heiß mache, bis ich denn mal hier so warm drin sitzen kann. Das ist der reinste Wahnsinn. Und da draußen wird das an einem bewusst. Das ist zumindest eine Möglichkeit für die, die jetzt, sage ich mal, eher so nicht dieses grüne Leben führen wie ich. Die können sich aber spätestens mit so einer Tour zumindest verwirklichen. Und dann kann man das sehr gut übertragen auf den heimischen Haushalt. Kann ich daher bestätigen, weil das zumindest bei meinen Tourteilnehmern tatsächlich so ist und ich auch dieses Feedback bekomme. Und ich würde mich jetzt natürlich auf eure Mithilfe freuen, wenn wir bei uns jetzt hier in den Kommentaren noch so ein paar weitere Hinweise, Ratschläge, Tipps und so weiter sammeln können, wie man auf welche Art und Weise irgendwo mit dem kostbaren, nassen Gut Wasser ist Leben auf unserem Planeten umgehen kann, damit wir alle auch ein bisschen länger davon was haben und auch spätere Generationen sich noch an Wasser und nicht nur an Sand erfreuen dürfen. Ja. Und ich sitze jetzt hier auch wirklich schon lange genug drin. Wie gesagt, so warm ist es nicht mehr. Na, Ila, bist du schon mittlerweile trocken? Komm mal her. Normalerweise geht das fixer, aber wahrscheinlich dürft ihr noch ein... Komm mal her, Eline. Ah, ist noch ein bisschen feucht hinterm Ohr. Ja. Werde ich euch jetzt natürlich zeigen, was ich euch angedroht hatte. Das heißt, wir machen jetzt mal kurz eben fix das Fahrrad sauber und dann gießen wir hier die Wanne leer, damit ihr wisst, ich erzähle ja nicht nur, sondern mache tatsächlich. Und... Es ist jetzt schon etwas frisch geworden. Es wird hier wahrscheinlich gleich noch ein bisschen frischer werden, aber gibt Schlimmeres. Ist übrigens, könnt ihr euch natürlich vorstellen, Wolle, was ich obenrum zumindest anhabe. Da erfriere ich jetzt nicht ganz so doll. Ja, hält sich in Grenzen. Und dann beginnen wir mal mit dem Fahrrad. Passt übrigens von der Tiefe ganz gut, weil es, ihr seht, ja, die Wanne ist jetzt annähernd voll, also zumindest fast bis zum Ausfluss oben. Und die Rattennarbe steht nicht tief im Wasser. Das ist ja immer ganz wichtig, beziehungsweise steht überhalb des Wasserlevels. Ja? Denn ich möchte hier natürlich nicht die Lager schädigen, wenn ich länger am Wasser stehe. Und dann mache ich das Ding jetzt einmal von oben kurz nass. Ja? Der Schlauch, habt ihr gesehen, dient jetzt natürlich einmal, um Eli ein bisschen abzusprühen. Und ansonsten habe ich den hier mit Druck immer zu liegen. Das ist der einzige Nachteil, wenn man hier draußen mal ein bisschen badet, wegen den Wespen und den Bremsen, die hier umherfliegen. Ja, die Wespen sind gefährlich für Eli, wenn er nachschnappt. Und die Bremsen sind nervig für mich, weil ich mich immer in die Schulter und den Hals beißen. Das ist das Einzige, was oben ja rausguckt aus der Wanne. Ja. Daher habe ich den immer hier sozusagen als Abschrecker zu liegen. Und dann machen wir es hier nur einmal kurz nass. Und dann sieht man auch schon gleich, das Wasser wird jetzt gleich schon ein bisschen brauner werden. Ne? Nehme ich jetzt hier zum Waschen einfach einen Schwamm und dann habe ich ja noch so ein Fingerding hier für die etwas dünneren Stellen. Das heißt also, ihr seht also auch bei mir, Fahrrad wasche ich auch ohne Reinigungsmittel chemischer Art. Ja? Also kein Autoshampoo oder was man da sonst noch so nehmen kann. Ich weiß, das wird in der Stadt an so einer Waschbox ganz gern mal gemacht. Ist meiner Meinung allerdings nach nicht notwendig. Zumindest nicht, wenn es jetzt nicht super pattig ist. Ja? Wenn es im Winter, ja, hatte ich ja erwähnt, so ein bisschen mit dem ganzen Streusalz, ich fahre ja auch über Straßen, die dann leider natürlich gesalzen werden, dann muss ich mal. Dann kommt es nicht ohnehin, dass ich mal so ein bisschen Reinigungsmittel nehme. Aber auch hier, wisst ihr ja, hatte ich euch vorgestellt, wäre in jedem Fall das ökologische Reinigungsmittel. Das heißt also, ich versuche dann auch, selbst wenn ich mal was nehmen muss, darauf zu achten, dass ich das hier nicht groß wasserschädigend tue. Lassen sich übrigens Speichen unter Wasser auch deutlich effektiver und einfacher reinigen, als wenn er die jetzt sozusagen im trockenen Zustand, das heißt, wie es sonst vielleicht die meisten machen, irgendwo so hier reinigen. Ja. Das geht natürlich auch, aber die Nummer unter Wasser geht viel leichter, der Schmutz ab, ja, weil er natürlich auch gleichzeitig einweicht.
Ja. Das wär's dann, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich damit auf dem Fahrradtreffen fahren würde. Dann müsste ich nochmal nachpolieren. Aber für meine Zwecke hier draußen ist das Ding in jedem Fall wieder sauber geworden. Ja? Und zum Wasser, was wir jetzt hier drin haben, weiß ich, ob ihr das seht. Es ist jetzt deutlich bräuner geworden. Das ist allerdings tatsächlich immer noch sauberer als das, was ich bei mir im See habe. Das heißt, zur Not kann man sich hier durchaus noch mal drin waschen. Also würde ich auch tatsächlich machen. Da ich hier jetzt allerdings sauberer bin, als das, wenn ich hier reingehen würde, lassen wir das jetzt erstmal. Und dann gucken wir jetzt abschließend natürlich noch, wie viele Gießkannen, das sind 10 Liter Kannen, ich jetzt hier aus dieser Badewanne noch für mein Tomatenbeet rausbekomme. Das ist ungefähr so noch 3/4 voll. Zwei. Vier. Sechs. Und ich bräuchte jetzt bloß noch eine für die Tomaten. Ne? Also 7 wären es denn gewesen. Das ist jetzt 8. Und der Rest geht jetzt, wie gesagt, an die Obstbäume. Also in das, was noch kommt. Schwarze Johannisbeere würde ich jetzt mal machen. Ja. Ja. Kommt noch hin. 10. Jo. Gucken wir mal, die 12 kriegen wir in jedem Fall noch voll. Die beiden gingen jetzt an einen Pfirsich und 2 werden wir noch hinbekommen. Die kommen dann an den Apfel. Ja? Was wären denn 14? Und dann habe ich noch 3 einzelne Tomaten. Die stehen bei mir auf der Veranda. Ein anderer Standort. Da ist ein bisschen mehr Sonne als mein anderes Beet. Die sind schon ein bisschen reifer. Und die brauchen ungefähr eine Kanne. Die sind in Töpfen. Ja? So wie ihr das vielleicht irgendwo zu Hause auf dem Balkon habt. Ja? Da kriegen wir in jedem Fall noch eine raus. Also 15 sind hier in jedem Fall machbar. Und wie gesagt, die war ja schon nicht mehr ganz voll, weil ich ja mit Eli drin war. Natürlich, ja. Dann plätschert immer ein bisschen raus. Das dürfte klar sein. Ansonsten bin ich der Meinung, kann man aus dieser Wanne hier 20 Kannen in jedem Fall rausholen. Beziehungsweise füllen, wie man es nimmt, ja, die man dann wieder sinnvoll benutzen kann.
Jo, das waren jetzt 15 Kannen. Und wenn man jetzt noch ein Schüsselgefäß macht, ja, dann würde man jetzt die letzte noch rausbekommen. Hatte ich ja gesagt, nutze ich allerdings hier, um die Wanne zu säubern. Ja. Muss man jetzt aber auch wirklich machen, weil jetzt hängt hier natürlich überall Dreck drin. Das dürfte klar sein. Ja. Da will ich jetzt, bevor ich da neues Wasser reinlaufen lasse, wird die in jedem Fall sauber gemacht. Das mache ich immer. Und das Wasser kommt entweder direkt vom Himmel, das heißt Regenwasser, sammle ich bei mir über die Dachrinne, über eine große Zisterne. Das sind diese viereckigen Behälter, die ihr vielleicht irgendwo aus der Industrie oder Landwirtschaft kennt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die mit diesem Aluminiumgestell ringsrum. Ne? Wisst ihr, wo ihr sozusagen mit dem Stapler unter eine Palette greifen könnt und ihn anheben könnt. Das ist sozusagen meine Regentonne. So wie es jetzt aussieht, wird die in nächster Nähe nicht mehr voll werden. Daher, das kann ich jetzt schon sagen, werde ich die Wanne wieder voll laufen lassen mit Grundwasser. Wenn wieder Regenwasser genug da ist, denn momentan ist die Zisterne leer. Ich habe die schon beim letzten Auffüllen der Wanne, war schon nichts mehr drin. Also nicht mehr ausreichend, sagen wir es mal so. Das nehme ich dann eher lieber zum Gießen, weil es einfach zu wenig ist. Und ansonsten fülle ich das jetzt hier, wie gesagt, wieder mit dem direkten Brunnenwasser auf. Das heißt also, wäre dann Grundwasser, wo das hier herkommt. Ja? Wanne ist jetzt sauber. Das, was hier drin steht, naja, ist dreckig, aber so schlimm ist es jetzt noch nicht. Aber es riecht halt, weil es, wie gesagt, durch das Abdecken mit der Plane habt ihr sehr lange was von. Ja? Wenn das nicht abgedeckt wird, dann wird es eher grün. Riecht zwar noch nicht so stark nach nach irgendwas anderem, nach dem, was es jetzt riecht, aber zumindest stinkt es dann auch irgendwann nach Algen. Ne? Daher grundsätzlich abdecken irgendwelche Gefäße. Ist jetzt praktisch so gut wie gar nichts gewesen, aber über die paar Tropfen freut sich jetzt hier der trockene Rasen in jedem Fall. Und dann würde ich das Gerät jetzt hier auch gleich wieder volllaufen lassen. Dauert jetzt eine knappe Viertelstunde, bis das Ding voll ist. Und dann sind wir auch schon durch mit dem kleinen Filmchen hier. Sinn und Zweck des Videos soll es nochmal gewesen sein, dem einen oder anderen, dem das zumindest bis dahin vielleicht noch nicht ganz so bewusst war, nochmal den etwas sparsamen Umgang mit unserem wichtigsten Rohstoff, wenn man das so sagen darf, ja, dem wichtigsten Gut, was wir auf unserem Planeten haben, nochmal so ein bisschen, beispielhaft beizubringen. Ja. Ich tue mich ja schwer mit zu sagen, belehren, das will ich hier einfach nicht mit der großen Zaunlatte schwingen, denn es gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere Leute, die das ähnlich machen wie ich, teilweise möglicherweise auch besser. Und dann würde ich gerne hier bitte in die Kommentare, gebt mir ruhig ein paar Tipps, ich bin immer offen für alles Mögliche, wo man noch was verbessern kann. Und ihr euch natürlich auch gegenseitig, vor allen Dingen speziell natürlich die Leutchen, die jetzt nicht so wohnen wie ich, sondern eher so irgendwo in der Wohnung. Ja? Denn das habe ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren nicht mehr. Das heißt, da bin ich raus, da müsste ich mich wieder reinfuchsen. Wie kann ich da was am besten gezieltesten machen? Denn wir hatten das schon in meinem Abwascher-Video. Solche Sachen wie, ich schmeiße denn mein Wasser irgendwo aus dem Fenster raus, wenn ich dann in so einer Tonne bei mir im Wohnzimmer von Hand abwasche und so weiter. Und der nächste freut sich unten am Balkon, der denn da gerade grillt und so. Ja, so eine interessanten Hinweise, denn immer ganz gern rein in die Kommentare. Und damit bedanke ich mich denn auch fürs Zuschauen. Ich bin mittlerweile auch wieder ganz gut trocken geworden. Das Wollshirt ist nur noch leicht ein bisschen feucht. Die Synthetikhose hier deutlich klammer, nasser. Ich wünsche euch grundsätzlich, dass ihr überall immer ausreichend Wasser zur Verfügung habt. Verweise hier auch nochmal auf mein allgemeines Video zum Thema Wasser und wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß draußen.